als erstes hier vorne haben wir das EKA, den Einsatzstopp kurz ausziehbar. Man muss halt immer voll konzentriert sein, weil selbst aus den kurzen Anläufen kann auch was schief gehen. Kanalita Beere, Stabhochsprung. Wir sind heute hier zu Gast beim LRT Zweibrücken. Dadurch, dass jetzt Corona auch uns das Leben ein bisschen schwer macht, war das irgendwie die perfekte Alternative, halt ein Trainingscamp zu machen. Wir mussten ja viele Trainingslager und das alles, was wir normalerweise machen, absagen. Das heißt, wir machen jetzt unser Trainingslager in Rheinland-Pfalz. Ist auch schön. Das führt aber dazu, dass wir so lange nicht draußen springen konnten. Also waren die ganze Zeit in der Halle, weil es einfach zu kalt und zu regnerisch war. Also heute erstes Training draußen. Man fängt meistens mit 2, 4 oder 6 Schritten an. Meistens sind es dann Anläufe, wo noch nicht so viel Geschwindigkeit im Spiel ist, um sich einfach so auf die anstehende Bewegung oder den anstehenden Bewegungsablauf einfach halt vorzubereiten. Bei den kürzeren Anläufen nehmen wir meistens auch kürzere Stäbe und steigern die dann halt von Schritt zu Schritt. Also aus 6 Schritten springe ich nicht den gleichen Stab wie aus dem vollen Anlauf. Also aus 4 oder 6 Schritten sind es meistens 4,60er Stäbe und dann aus den vollen Anläufen 5 Meter Stäbe oder 5,10 Meter Stäbe. Der Trainer nimmt meistens jeden Sprung auf, um einfach zu gucken, wo der Absprung war. Da orientiert man sich meistens dran an einer bestimmten Marke, um halt zu gucken, ob man nicht unterläuft. Unterlaufen kann halt dazu führen, dass man halt den Stab nicht so gut bewegen kann, weil man dann halt unter dem Stab ist. Deshalb sollte man halt seine individuelle Absprungmarke halt optimal treffen. Also wir messen ein paar Parameter. Das Einfachste für jeden verständlich ist natürlich die Anlaufgeschwindigkeit und auch der Verlauf. Also wird er am Ende schneller oder vielleicht sogar langsamer, was dann nicht so gut wäre. Von der Seite messen wir durch Videoaufzeichnungen die Geschwindigkeit der Hände, die Geschwindigkeit der Füße, Winkelbeschleunigungen. Ja, also viele komplizierte Sachen und wir werden dann daraus nächste Woche eine Auswertung machen und besprechen das, was dabei rausgekommen ist und was unsere Aufgaben für die nächsten Wochen im Techniktraining sind. Blatt werden so ein. Ich gehe auf 16. Also ich versuche 16. Da gibt es auf jeden Fall bei mir noch viele Sachen, an denen ich arbeiten kann. Und sei es die Anlaufgestaltung, wie ich die Schritte setze, den Absprung, längere Stäbe zu springen und vielleicht auch mit den längeren Stäben halt besser klarzukommen. Jeder Stab, würde ich sagen, ist eine neue Herausforderung. Der war zu früh gesenkt und dann so gehalten. Der Wind war nicht optimal, aber der ist im Wettkampf halt auch nicht optimal. Der war halt meistens von der Seite und deswegen war ich eigentlich mit der Einheit heute schon sehr zufrieden, auch wenn da noch nicht die ganz hohen Höhen dabei waren. Aber das war auf jeden Fall ein guter Start jetzt für die Outdoor-Saison. Gudrun Stock, Bahnradsport, Mannschaftsverfolgung. Felix Demuta, Turnen. Hallo, guten Tag. Einmal Hallo. Allgemeine Verkehrskontrolle. Führerschein, Fahrzeugpapiere bitte. Ja, hol schnell raus, geh. Machen Sie das. Ich glaube, gerade für uns Randsportarten bzw. für Sportarten
von denen man jetzt nicht direkt leben kann, ist die Polizei und gerade das Spitzensportprogramm bei der Polizei eine super Möglichkeit, den späteren Beruf und den Sport unter einen Hut zu bringen. Von wo kommen Sie gerade? Ich komme von zu Hause. Von zu Hause. Auf dem Weg? In die Arbeit. In die Arbeit. Ja, ist auch gut. Kein Homeoffice aktuell. Unsere Ausbildung ist in 5 Jahre zu a 4 Monaten aufgeteilt. Insgesamt werden wir genau das Gleiche wie die normalen Polizisten auch. Und dann ist man sozusagen fertig ausgebildete Polizeimeisterin. Genau. Hi. Hallo. Hi. Grüß dich. Schöne Uniform hast du an. Du auch, danke. Die Guti kenne ich jetzt mittlerweile, denke ich mal, seit circa einem Jahr. Das ist auch immer ganz interessant zu hören, wie die Ausbildung bei der Bundespolizei funktioniert. Und im Gegenzug sage ich natürlich auch, wie das bei uns funktioniert. Und das ist ganz interessant, sich da auszutauschen. Fangen wir mal an mit der Winkerkelle. Zum Anhalten von Fahrzeugen, selbsterklärend, da steht halt Polizei drauf. Ja. In dem Zuge gleich noch unsere Pylonen und unsere Nissenleuchte. Mit denen können wir zum Beispiel eine Standkontrolle aufbauen, wo wir dann Fahrzeuge aus dem fließenden Verkehr rausziehen können. Für eine allgemeine Verkehrskontrolle. Felix ist in anderen Gebieten tätig als jetzt ich als bei der Bundespolizei. Die Landespolizei ist ja für den Straßenverkehr und sowas zuständig. Wir sind ja wirklich nur am Bahnhof, an der Grenze und am Flughafen zuständig hauptsächlich. Aber im Grunde ist es gleich aufgebaut, die Ausbildung, würde ich mal sagen. Und dann haben wir hier noch ein ganz großes Warndreieck, falls wir irgendwelche größeren Unfallstellen absperren müssen. Ja, sieht bei uns ähnlich aus, was wir mit haben. Ich denke mal, das meiste braucht ihr ja auch. Genau, ja. Wenn man mit der Ausbildung als Polizeimeister fertig ist, kann man auch noch mal 6 Monate den verkürzten Aufstieg zum Polizeikommissar machen, als Sportler eben auch. Für mich war es jetzt wichtig, erstmal meine Ausbildung als Meisterin fertig zu machen, um halt dann nach meiner Karriere, es kann ja immer was sein, kann ja auch sein, dass ich morgen mich verletze und dann meinen Sport nicht mehr nachgehen kann, dass ich dann auf jeden Fall was habe. Ich denke aber schon, dass ich dann auch den Kommissar machen will, falls ich also die Qualifikation dafür halt dann auch habe. Eigentlich hätte ich ja auch Ausbildung, aber bin ja immer im Trainingslager und das macht. Ja, dann machst du halt bei uns so mit, weißt du? Ja. Immer wenn du vorbeiläufst. Da wäre ich hoffnungslos davor, da tut mir leid. Ja, ich glaube auch, ey. Ein Teil der Ausbildung ist auch ein einmonatiges Praktikum, wo wir praktisch noch näher an unseren zukünftigen Beruf herangebracht werden und uns auch draußen einmal beweisen können. Alma Bestvater, Klettern. Wir sind hier in der Boulderwelt in München und heute war hier Nominierungswettkampf für die Weltcups dieses Jahr. Die meisten von uns sind einfach Nationalkadermitglieder, dann noch ein paar Gaststarter, die irgendwie letztes Jahr auf sich aufmerksam gemacht haben und jetzt eben die Chance bekommen, sich für die Weltcups zu qualifizieren. Vor so einem Wettkampf ist man in der Isolation, das heißt, man muss sein Handy abgeben, man darf die Boulder eben nicht sehen und man darf sozusagen einfach nicht mehr mit der Außenwelt kommunizieren für eine gewisse Zeit, bis man eben startet. Es ist gar nicht so einfach, diese 5 Minuten irgendwie so ganz sinnvoll aufzuteilen, weil gerade am Anfang habe ich das Gefühl, verschwendet man schon immer relativ viel Zeit, sich den Boulder anzugucken und eben gerade jetzt, wo wir auch selber putzen müssen und so, geht ja halt nochmal extra Zeit verloren. Aber ja, irgendwie gewöhnt man sich dran. Ich gucke immer, dass ich auf jeden Fall nicht über eine Minute besichtige und dann den ersten Versuch setze. Der erste Boulder war ziemlich kräftig, also da musste man unten erstmal aus diesem Dach rauskommen. Und oben raus war er dann wieder eher kleingriffig und man musste irgendwie die Füße ziemlich hoch bekommen. Aber sowas liegt mir eigentlich, also kleingriffig und Füße ziemlich hoch anstehen, läuft mir eigentlich meistens ganz gut rein. Von daher fand ich den eigentlich ganz cool.
ersten Boulder habe ich getoppt, ja. Der zweite Boulder, da habe ich auch ein bisschen gebraucht, um irgendwie unten richtig reinzukommen. Und dann bin ich einmal bis zum Topgriff geklettert. Man muss beide Hände kontrolliert am Topgriff haben, damit es zählt. Ich bin dann natürlich nicht mehr hochgekommen, um ihn noch zu beenden. Der dritte Boulder, den fand ich ziemlich rutschig. Also ich hatte wirklich Probleme, diese Griffe festzuhalten. Also meine Finger sind auch einfach ziemlich durchgeklettert und dann fängt man eben auch extrem an zu schwitzen an den Fingerkuppen. Und dann ist es immer schwer, solche flachen, abschüssigen Griffe noch festzuhalten. Da habe ich die Zone im ersten Versuch bekommen und dann leider mich auch nicht mehr weiter verbessert. Der vierte ist eine Platte. Mit Platten habe ich so ein bisschen eine Hassliebe. Also entweder es läuft für mich richtig gut in Platten oder ich habe irgendwie so gar keinen Auftrag da drin. Und das war dann anscheinend ein Fall von, ist mir einigermaßen reingelaufen. Und ich habe irgendwie die richtige Beta gefunden, wie ich aber glaube, dass es nicht gedacht war. Also es war so ein bisschen gecheatet vielleicht. Also ich denke, dass die Routenbauer was anderes vorhatten in dem Boulder als das, was ich gemacht habe. Aber das ist eben auch die Kunst im Bouldern, irgendwie für sich den leichtesten Weg zu finden. Ja, am Ende habe ich tatsächlich gewonnen. Also ziemlich überraschend eigentlich für mich. Vielleicht müsst ihr ab jetzt immer filmen kommen, damit es bei mir läuft. Also ich bin auf jeden Fall happy.